Herzlich willkommen zu einem meiner Selbstgespräche. Herzlich willkommen im Jahre 2022. Ich wünsche, dass ihr alle gut in dieses neue Jahr gefunden habt. Es gibt unzählige Beiträge, Orakelvoraussagen, wie denn das Jahr 2022 werden wird. Und ich weiß sehr wohl um den menschlichen Wunsch, im Voraus wissen zu wollen, was auf uns zukommt und was geschieht, gerade vor dem Hintergrund dieser aktuellen, sehr herausfordernden, schwierigen, harten, unwirtlichen Welt. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, das sinngemäß lautet: Du sollst die Zukunft nicht versuchen, im Voraus wissen zu wollen. Du sollst Zukunft möglich machen. Es geht nicht darum, im Voraus wissen zu wollen, wie die Zukunft wird, sondern es geht darum, dass du die Zukunft, die du dir wünschst, möglich machst. Und der Inhalt dieses Videos ist nicht, wie wird das Jahr 2022, weil Zukunft in meiner Wahrheit nicht festgeschrieben steht, sondern der Inhalt dieses meines Videos lautet: Was kannst du konkret tun, damit das Jahr 2022 etwas mehr ein Jahr der Wahrheit, des Miteinander, des Wachstums, der Gesundheit, etwas mehr ein Jahr von Menschlichkeit, Integrität, Demokratie, Mut und Wahrhaftigkeit wird? Was kannst du konkret tun? Denn der Inhalt meiner Arbeit ist noch immer die großen Dinge unseres Lebens, nach denen wir uns so sehr sehen: Verbundenheit, Beziehung, Gesundheit, Wachstum, Fülle, Erfüllung. Die großen Dinge unseres Lebens verändern sich nicht von außen nach innen, sondern sie verändern sich von innen nach außen. Ein Ei, beziehungsweise der Inhalt eines Eis, ein Küken, schlüpft nicht, wenn du das Ei von außen öffnest, sondern ein Küken, genauso wie eines meiner populärsten Beispiele, der Schmetterling. Ein Schmetterling kann nicht fliegen, ein Schmetterling kann sein Leben nicht leben, wenn er nicht selber mit der Kraft seiner Flügel den Kokon öffnet, also die Kraft entwickelt zum Öffnen, die zum Öffnen des Kokons notwendig ist, die Kraft entwickelt, um den Kokon zu öffnen. Erst dann, wenn er die Kraft entwickelt, durch seine Flügel den Kokon, indem er sozusagen aus seinem Raupendasein durch ein Matschdasein in das neue Leben, die neue Form eines Schmetterlings gefunden hat. Erst dann, wenn ein Schmetterling diszipliniert täglich mit seinen Flügeln übt, die Kraft zu entwickeln, seinen Kokon von innen nach außen zu öffnen, kann ein Schmetterling leben, fliegen. Wenn Menschen den Kokon oder wer auch immer den Kokon von außen öffnen, wird ein Schmetterling nie die Kraft entwickeln, um fliegen zu können. Wie kannst du denn also zu einem Teil des Jahres 2022 werden, der dieses Jahr vielleicht zu einem wahrhaftigeren, wirklicheren, ehrlicheren, authentischeren, mutigeren, erfüllteren, bunten, wilden, wunderbaren, gesünderen Jahr werden lässt als das Jahr 2021? Das ist, was ich dir ganz kurz hier mit auf den Weg geben möchte. Bei mir geht es nicht um Orakeln, bei mir geht es nicht darum, wann die außerirdischen Herrscharen kommen, die neuen Regierungen, die besseren Heiler, Retter, Erlöser. Bei mir geht es darum, wie kannst du selber werden, was du dir wünschst, von dieser Welt zu erfahren. Und mein ganz konkreter Vorschlag, Hinweis, mein ganz konkretes Werkzeug, das ich dir in diesem Video für ein wahrhaftigeres, mutigeres, ehrlicheres, authentischeres 2022 mit auf den Weg geben möchte, ist: Du musst dich trennen, um wahrhaftige Verbundenheit, wahrhaftige Verbindung, ehrliche, mutige Verbindung zu leben. Was meine ich denn damit? Ich meine im Grunde genommen nichts anderes damit, als dass du Felder
von Angstvermeidung, Felder von Lüge, Felder von Bequemlichkeit, Felder von Komfort, Felder, die dich klein halten, Felder, die dich nicht wachsen und leuchten sehen wollen, Felder, an die du dich gewöhnt hast, mit denen du dich arrangiert hast, Felder, wo du deine Wahrheit, deine Werte, deinen Wert, dein Ich Bin, dein Leuchten unter den Scheffel stellst, Felder, in denen du dich kleiner machen musst, als du bist, Felder, in denen du dein Ich Bin nicht leben kannst, dass du diese Felder selber mutig verlassen musst. Du musst, wenn du dir eine neue, wahrhaftige, mutige, ehrliche, authentische Welt, eine Welt des Miteinander, in Gesundheit, in Finanzen, in Partnerschaft, in Beziehung, in Berufungssituationen, in Freundschaften, in Familie, wenn du dir eine Welt wünschst, die wahrhaftig ist, die mutig ist, die ehrlich ist, in der du dich und deine Wahrheit leben kannst, dann funktioniert es nicht, dass du darauf wartest, dass andere mutige, ehrliche Entscheidungen treffen. Es funktioniert nicht, wenn du weiter deine Wahrheit, deine Werte unter die Befriedigung deiner Bedürfnisse stellst und wenn du dich weiter entgegen deiner inneren Herzenswahrheit aufhältst in Feldern, die nicht deiner Wahrheit entsprechen. Wenn du Entscheidungen triffst, weiterhin Entscheidungen triffst, um deine Bedürfnisse, deine ganz natürlichen Bedürfnisse nach Gesellschaft, Miteinander, einem Wir, Nähe, Kontakt, Anerkennung durch andere, wenn du deine Bedürfnisse, diese von mir genannten Bedürfnisse weiterhin über deine Wahrheit, deine Herzenswahrheit, deine Werte stellst, also glaubst, du musst das tun, jenes tun, weiterhin Dinge tun, die andere von dir wollen, die andere von dir erwarten, von wo andere dir erzählen, wenn du dies noch tust und jenes noch tust und das noch tust, dann bekommst du eventuell deine unabkennbaren Menschenrechte, Freiheiten, dann bekommst du dein Recht zu reisen zurück, das ist so makaber in dieser Zeit. Wenn du also in dieser Zeit erwartest, dass zuerst Ämter, Regierung, deine Partner, deine Nachbarn, andere wach, mutig, ehrlich werden und dann kann es dir wieder gut gehen, bist du deinem Ego auf den Leim gegangen. Wenn du dich in diesem Jahr weiterhin deiner Bedürfnisbefriedigung, deinem Ego untergeordnet, wieder deine eigene Wahrheit, wieder deine eigene Integrität, wieder deinen eigenen Mut, deiner eigenen Herzenswahrheit entscheidest, Angstvermeidung zu leben und weiterhin darauf wartest, dass Veränderung, Heilung, Erlösung aus dem Außen kommt, dann bleibt dem Leben nichts anderes übrig als Reflexion deiner inneren Feigheit, deiner inneren Angst, deiner inneren Angstvermeidung. Dann bleibt dem Leben nichts anderes übrig, als es noch unwirtlicher werden zu lassen, als es noch haarsträubender, undemokratischer, als es noch freiheitsberaubender zu gestalten. Es bleibt dem Universum, der Welt im Außen nichts anderes übrig, als noch dunkler, enger, schwerer, finsterer zu werden. Heilung, Veränderung, Erlösung, eine neue Welt in Liebe, Mut, Ehrlichkeit, Integrität, Wachstum, im Fördern der individuellen Wahrheit, der Individualität, der Gaben jedes Einzelnen. Eine neue Welt, in der wir Wahrheit leben, ist unmöglich, wenn du nicht beginnst, Felder von Lüge, Felder von Angstvermeidung, Felder von Bequemlichkeit, wenn du alte Felder der Unwahrheit nicht verlässt. Das ist unmöglich. Ja, und ich weiß, dass dein Umfeld, dein bisheriges Umfeld dich nicht beklatscht, dass du durch harte Zeiten gehen wirst, wenn du einen Job, eine Beziehung, Freundschaften kündigst, die nicht deiner Wahrheit entsprechen, in denen du nicht leuchten darfst, in denen du nicht deine Wahrheit leben darfst. Ich weiß wohl, was geschieht, wenn du aus einer Angstvermeidungswelt, aus einem Angstvermeidungsleben beginnst, in dein wahrhaftiges Leben zu gehen. Das hat nicht zur Folge, dass dein altes Umfeld dich beklatscht. Das hat unter Umständen sogar zur Folge, dass du finanziellen Mangel leidest. All das ist mir bekannt.
Aber alle Menschen, die irgendwann mal Anerkennung dafür erfuhren, dass sie eine neue Welt möglich gemacht haben, waren Menschen, die eine Zeit lang zu ihrer eigenen Lebenszeit erstmal geächtet waren, beziehungsweise keine Anerkennung erfuhren, die teilweise verhöhnt, beschimpft, bekämpft wurden. Wenn du dich nach einer neuen, wahrhaftigen, mutigen, ehrlichen Welt sehnst, wenn du dich nach Verbundenheit zum richtigen Partner, zu den richtigen Freunden, zu den richtigen Menschen, wenn du dich auf diesem Planeten nach Verbindung in Wahrheit, Liebe, Authentizität, Integrität sehnst, dann ist das unmöglich, wenn du und ich uns nicht trennen von alten Welten der Lüge und der Unwahrheit. So viele Menschen sagen in dieser Zeit, wir müssen das doch gemeinsam schaffen, wir müssen doch gemeinsam durch diese Zeit gehen. Wenn du weiter meinst, in Feldern verbleiben zu müssen, wo die Befriedigung der Bedürfnisse, wo Angstvermeidung über Liebe steht, wo Kompromisse und ich muss das ja tun, um, keine Ahnung, weiterhin mich, meine Familie zu ernähren. Wenn du meinst, weiter verbleiben zu müssen in Feldern, die nicht deiner Wahrheit entsprechen, in denen du deine Wahrheit nicht leben kannst, ist Veränderung, Heilung, Erlösung auf diesem Planeten unmöglich. Ohne dich von Feldern, die dich zwingen, energetisch niedrig zu schwingen, die dich zwingen, dein Licht runter zu dimmen, die dich zwingen, Selbstverleugnung, Selbstverrat, Selbstablehnung zu leben, ohne dich von diesen Feldern, die dich energetisch in der alten Welt festhalten, weil der wesentliche Unterschied zwischen neuer und alter Welt ist die Schwingung, die Energie. Das eine ist Angst oder Angstvermeidung, die alte Welt, Ego oder verwundetes Kind, die neue Welt sind liebevolle Erwachsene, die die Quelle zur Liebe in ihrem eigenen Herzen geöffnet haben. Du kannst aber in die neue Welt durch das Nadelöhr, in die Welt der Liebe, in die Welt der Wahrheit nicht finden, ohne die Welt, die dich energetisch bindet, die dich zwingt, deine Energie zu senken, die dich unglaublich viel Energie kostet in deiner gelebten Selbstablehnung, ohne diese alte Welt zu verlassen, gehst du nicht durchs Nadelöhr in die neue Welt, sagt dir jemand, dessen größte Lebensaufgabe unter anderem Loslassen ist. In diesem Sinne, wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, in die Liebe, in dein Ich Bin, in deine Integrität, in die Kommunikation deiner Werte und das klare Nein sagen dazu, deine Bedürfnisse weiter über deine Werte zu stellen, das klare Nein sagen zu alter Welt, die dich nicht wachsen sehen möchte, die deine Wahrheit nicht fördert. Wenn du Begleitung möchtest in die Liebe, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind nach wie vor kostenfrei. Jetzt, Ende Januar, gibt es eine Ausbildung zum Liebenden in Hauerz im Allgäu. Dort sind noch Plätze frei. Wenn du Fragen hast, schreibe meiner Assistenz gerne eine Mail über martinuhlemann-coaching@gmx.de, martinuhlemann-coaching@gmx.de. In alten Angstvermeidungs-Komfort-Lügenfeldern, die dein Licht klein halten, die deine Wahrheit, dein Wachstum klein halten, in denen du deine Werte unter die Befriedigung deiner Bedürfnisse stellst, in diesen Feldern verbleibend, ist es unmöglich, dich zu verbinden mit der neuen Welt, der Wahrhaftigkeit, des Ich Bin, der Liebe, des Wachstums, der Integrität. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Dankeschön. Tschüss.